Ein kleiner süßer Feini hat uns den Schlüssel abgenommen, den wir brauchen, um weiter voranzuschreiten. B5, Spitzreis aus. Ein kaltschnäuziger kleiner Hundegeist hat unseren schönen Schlüssel gemobbt. Skandalös. Fang den kleinen Krake ein und nimm ihn das gute Stück ab. Ja, das heißt eigentlich Spitz, pass auf, das ist ein Spiel. Nun, Luigi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute zuerst. Der Geisterhund ist samt Schlüssel immer noch irgendwo in den Efeu-Türmen. Die schlechte ist, dass er wie ein verschrecktes Frettchen von Raum zu Raum flitzt. Ich kann ihn mit dem Paraskop nicht orten, doch Kopf hoch, die Lage ist nicht ausweglos. Unser Schlüsseldieb hat nämlich im Hof am Innenwall eine geisterhafte Pfotenspur hinterlassen. Wenn du dieser Spur folgst, wirst du den Kleinen im Nu erwischen. Sie ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Nur mit düsterlich wirst du sie sehen können. Alles klar, Luigi, dann schnapp dir den Schlüssel. Sonst hol ich dich nie wieder zurück. War nur Spaß. Viel Glück! Ja, Polterpinscher ist sein Name. Den haben die Leute so sehr gemocht in Luigi's Mansion 2, dass er auch im dritten Teil dabei sein darf. Ja, sogar als das neue Haustier von unserem grünen Klempner. Und so geht es zum nunmehr fünften Mal zu den Efeu-Türmen. Und irgendwo hier drin suchen wir noch immer nach dem Weg. Bist du... Okay. Mal sehen, was es diesmal Schönes gibt an der Stelle. Lass mich raten, Geld. Es war nicht mal besonders viel, da fühle ich mich veräppelt. Okay, Leute, kann losgehen. Er markiert gerade, wie es scheint. Man könnte meinen, nicht weit gekommen. Aber weit gefehlt. Denn jetzt wird weit gegangen. Ja, ist jemand... Er ist durch die Wand gesprungen. Wir haben es auch gesehen. Und dann... Und war es gar nicht dieser Raum, sondern weiter hinten. Wir haben ja alles, ne? Wir haben die ganzen Edelsteine etc. Wir können jetzt ruhig... Wir können uns jetzt ruhig auf die Mission konzentrieren. Vollumfänglich. Ja, wo war das bloß? In diesem Raum? Hier kennen wir irgendwo Pfoten. Nirgends. Einfach mal weiter. Werkraum. Da ist was zu erkennen auf jeden Fall. Gut, dass wir unsere Düsterlampe erstmal wieder erweitert haben. Gefunden. Der kleine Rabauke. Man kann ihm nicht mal wirklich böse sein, ne? Da. Komm her, Rudi. Macht nur Unfug. Aber auch Münzen. Nur die Ruhe. Eigentlich ist es gut. Er führt uns wieder hier hin und zeigt uns, dass wir auch hier vielleicht noch ein bisschen was holen können. Alles im Eimer, ne? Ich habe überhaupt keinen Eimer. Wo ist denn hier einer? Ohne Eimer kein Bewässern. Blinde Markus wieder am Start. Was eigentlich total sinnlos ist, weil es regnet ja. Versteht ihr den Punkt? Eigentlich... Regnet es ja. Wenn ich deswegen hier nicht viel her mit bewässern. Das ist sogar wirklich der Grund. Na. Der hat sich irgendwie vehement geweigert.
Ja, bleibt wohl dabei. Ich könnte auch einfach die Gießkanne nehmen, ne? Aber das wäre ja zu einfach. Ich würde es ja tun. Ich würde im strömenden Regen jetzt die Pflanzen bewässern. Vielleicht. Hier ist ja tatsächlich die Spur. Na, aber ich suche eigentlich den Eimer. Dann wird es vermutlich auch Sinn. Da ist er wirklich. Gut. Hat sich also doch über den Sinn keine Gedanken gemacht. Wir müssen jetzt im strömenden Regen die Pflanzen gießen und das wird den Unterschied machen. Ja gut, ne? Hätte ich halt auch drauf geachtet, dass es nicht gerade regnet, weil es ist halt... Ja gut, lassen wir es. Ich habe jetzt 10-mal meinen Punkt gemacht, ne? Den wir schon hatten. Das heißt, die werden auch nicht viel mehr bringen. Das ist da quasi unverändert. Das ist quasi Copy and Paste, ne? Wundervoll. So, hinterher. Ach, hier ist alles verschwunden. Das ist ja witzig. Deswegen hat sich Luigi erschrocken. Ich habe es erst nicht geschnallt. Das gibt hier den Buhu, ne? Alles wieder zurückholst. Nice! Hola, Signorina. Ah, Luigi, ich bin Don Buan und die Frauen fliegen auf mich. Die Buhu-Frauen? Weil Buhus fliegen ja allgemein ziemlich häufig. Das so sagen darf. Don Buan also, ja? Findest du, dass es eng hier drin ist, Don Buan? Ich auch. Aber du mochtest den Werkraum so sehr, dass sie einfach alles verschwinden lassen. Du wolltest neu einrichten, nehme ich an. Was denn auch sonst? Gut. Komm, schon wie. Also auf den falle ich immer wieder rein, aber ist halt auch ansatzlos meines Erachtens. Ich kann euch so nicht liegen lassen. So, so, dann wollen wir nochmal weiter hier. Auch hier, gewohntes Prozedere. Vollständigkeitshalber, ne? Ich glaube, das müsste man nicht mal tun. Wir machen es aber. Da wären mir tatsächlich sogar ein paar Geldscheine lieber als ein Edelstein, den wir schon haben. Ja, dass sich hier einiges rumtreibt, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber haben wir auch die Spur aufnehmen können? Tatsächlich nicht. Der Goldknochen. Damit müsste ich ihn noch anlocken können. War gar kein Weg. Gehen wir wieder runter. Was war das denn? Coole Animation. Animation. Ich habe die Fährte gerade verloren. Ach so, warte, ich kann noch weiter hoch. Die Tür befindet sich ja rechts. Hm? Ah!
Es hilft nichts, wir müssen hinterher. Und dann ist er hoch. Okay, schon gut. Kannst du nicht wissen, man kann es nur ahnen. Ich glaube, das wird wieder ein kürzeres Kapitel heute. Das hilft ja nichts. Lieber Geldgeist, das hilft mir nichts. Was? Als ob der sich lösen konnte. Schreck mich doch nicht so. Dum, 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 dum. Die Villa klingt doch so böse, oder? Können wir den nochmal einen Groß absaugen? Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Ding. Für die Galerie, für die Wunzen. Sag mal, wo ist denn der Flügel hin? Da ist er doch. Nein. Ich hätte es. Oh nein, müssen wir ein bisschen kämpfen. Das war natürlich blöde, dass ich da die beiden eingesaugt habe, die so einen großen Unterschied in Energie darstellen. Warte für den nächsten Part natürlich auch wieder den Boss und mehr. Zack und weg. Komm, wir haben eine Mission. Wir haben was vor. Da gehen sie lang, die Hundepfoten. Quer durchs Gebäude. Oder durch die Gebäude. Immer noch. Okay. Dann haben wir den guten Sachen. Im versteckten Klo. Aber. Wo geht's hin? Ich muss das Spülbecken einfach ansprechen. Ja, ich gebe zu, eine quantitative Mission. Repetitiv. Aber wie auch schon in den Kommentaren stand, die fünfte Mission ist oft einfach nur, ja. Einfach nochmal erkunden, was du bisher gesehen hast. Griffen wir noch einmal. Durch die Tiefen hier. Der Efeutürme. Ja, wir sind bald bereit für etwas Neues. Hab ihn. Wow. Das kam so unerwartet. Gar nicht gerechnet. Ja. Ah, ein Feini. Ein Feini. So, ein weiteres Mal haben wir den Schlüssel zurück. Was wird uns diesmal aufhalten? Yellow. Nichts. Hurra, das lange Wert wird endlich gut. Bravo, Luigi. Damit haben wir den Streuner und den Riesenschlüssel. Und dabei wollte der Kleine doch nur spielen. Naja, er hatte doch Spaß. Er hat doch bekommen, was er wollte. Naja, fürs Erste muss er sich mit seinen Freunden unten im Gehege vergnügen. Bitte festhalten, mein fährtenlesender Freund. Gleich geht's nach Hause. Oh, yes. Ah, da kommt wieder. Das war B5. Tatsächlich eine kürzere Mission. Da könnte man tatsächlich sogar überlegen. Nee, es wäre zu viel. Ne? 3 Sterne, dankeschön. Klar könnte man den Boss jetzt hier dran schmeißen.
Aber dann haben wir noch die Bonusaufgabe. Die wiederum geht ein bisschen länger. Relativ. Na, erstmal quatschen. Willkommen zurück, Luigi. Dann lassen wir den kleinen Kugelblitz mal ins Gehege. Ich habe noch mehr. Der andere Geist sollte auch zählen als neu. Ja, 10 Wunzen für ihn. Der ist 44 jetzt groß. Den Buhu haben wir auch mitgenommen. Fantastomatisch. Aber Hundi. Er mag wohl seine Freiheit. Mich tritt der Storch. Wir sind alleine aus dem Schreckweg 0915 entfleucht. Ich muss wohl die Dichtungsringe austauschen. Na, aber das hat Zeit. Schnell, zeig mir mal den Schlüssel. Ja, aber wenn das andere Geister machen würden. Böse Schlüssel. Böse Geister. Böse Schlüssel. Igitt, sagt Igitt. Der ist ja ganz zerkaut und voller Ektoschlabber. Ich gehe mit meinem Tod zum Saubermachen. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Du musst wissen, meine Analyse unserer beider Finstermondstücke ist gerade abgeschlossen. Spektrogene Parakomposition, Fährmann-Astrographie, Ektolyse, dieser ganze Kram. Einfach ausgedrückt habe ich unsere Finstermondstücke gefragt, wo ihre Freunde sind. Und sobald ich die Daten in mein Paraskop eingebe, wissen wir exakt, wo wir hin müssen. So, ich habe eine andere Frage. Können wir denn theoretisch schon die letzte Aufgabe jetzt machen? Nee, auch nicht. Erst nach dem Boss. Das ist ja natürlich ein Ding. Dann bleibt es auch aus. Dann ist es eben so, dass dieser Part halt nur, ich habe 17 Minuten auf der Uhr, lang ist. Und ja, ab und zu kann man doch mal ein bisschen früher einen zeitigen Feierabend machen. Dafür das nächste Mal erneut den Boss und die Bonusmission zusammen. Das klingt nach einem Plan. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, war kein krasses Kapitel, war keine krasse Mission heute. Aber ich fand B1, 2, 3, 4 waren halt alle sehr gehaltvoll. Dass B5 jetzt mal ein bisschen schwächer auf der Brust ist, kann man dann, denke ich, verkraften. So, geht also wirklich zum Boss im nächsten Part. Holen wir uns das nächste Finstermondstück. Hier, ich würde sagen, nicht verpassen. Like da lassen. Bis dann und ciao.